knicke, knacke Defense und sehr, sehr spektakuläre Offense. Servus und herzlich willkommen zu unserer kleinen, aber feinen Basketball-Show. Wir haben sportlich eine richtige Monsterwoche vor uns. Dienstag zu Hause Euroleague gegen den griechischen Spitzenclub Panathinaikos. Am Donnerstag schon auswärts gegen den FC Barcelona. Und dann am Sonntag noch ein Ligaspiel gegen die Telekom Baskets Bonn. Also Basketball vom Feinsten angesagt. Wir nutzen die Ruhe vor diesem sportlichen Sturm und treffen uns mit einem unserer Neuzugänge. Und zwar bei ihm im neuen Viertel. Und wer das sein wird, das erfahrt ihr gleich. Außerdem in der Sendung haben wir diese Woche eine weitere Folge gefüllt mit den finnischen Sprachkünsten unserer Mannschaft. Wir zeigen euch, welche Qualitäten Devin Booker als Spieler und Mensch ins Team bringt. Und im Sportblock mit Anton Gavel dreht sich natürlich alles um die Euroleague. Also die Eisbachwelle, eine der attraktivsten Sehenswürdigkeiten in München, und unser Neuzugang Petteri ist ganz in die Nähe gezogen. Petteri, this is the first time you've been to the Eisbachwelle. How do you like it? It's impressive, you know, it's something totally different. I haven't seen this before, so it's nice to see, and it's pretty close to my place, so maybe I have to come here more often. We talked to you before and it was so hard for you to find an apartment. You finally found one. Are you happy? Of course, you know, they told me before, like, it's hard to find one in Munich, but I went to see maybe 7, 8 and finally found one, so it's good. And also your family finally arrived. Yeah, yesterday, so now it's time to settle, you know, get everything going and start the, you know, I can say the season. You have been with your family in different places. How is Munich different so far for you? Well, it's tough to say, you know, I haven't seen too much and they just came yesterday, but I heard a lot of good things about the city, that it's nice, family friendly, and I think we're gonna, you know, enjoy it here. So you finally can speak Finnish again to your family. Is it hard for you when you're here and you speak English all the time, or German? I mean, you know, I'm used to it. German not yet, but you know, English, you know. Unfortunately, we don't play hockey. You know, in hockey, you know, usually you got a lot of Finnish players in the same team. But basketball, I think I never played with one Finnish guy in the same team. So you know, you have to speak English, and you know, it's just something what I'm used to. We actually, when you went to the training camp, you know, we talked Finnish with the guys. We actually had them read out stuff in Finnish, tongue twisters. Is there something easier that you could teach me to say in Finnish? Like, just start with the moi. It means hello. Moi? Moi. Okay. Moi. And that's it. And if you say, I can say what? Minun nimeni on Petteri. My name is Petteri. Minun nimeni on. Uh-huh. Minu nimeni on Katarina. Exactly, that's good. I got it, got it. Okay, so first off, we will watch the guys speak Finnish again, and it's right. Really funny. Also, can you finish eine weitere Folge? Viel Spaß. Jutulainen. Pystytkö puhua suomea? Kujulainen, Jutulainen. Kujulainen, Jutulainen. Teristeri, Kujulainen. Teristeri, Hyljärjä. Köyliöläinen, yötyöläinen, täristeri, höyryjyrällä. Wow. Das heißt, game your fishing. Ich habe kleine Füße. I think köyliöläinen means like city or place. Yötyöläinen is like a worker, like a night worker. And he's doing some work with the actual steam. Steam, I don't know what it is. It's really hard. Ein Wort. 45th longest word in Finland. Niemals. Kumorkis diaskun skin tele 2 1 6 kulis mars kudi.
Kumar situ teskentelen tu vasaike hulais maise kudelisene ke. Der Biesnet kente lutile morte momu kans geskat an kopanan. Kumarek situ teskentelen tu vaisea kulais maise kudelisenes kente lutele mat. Tomamu kisian sakkan kofan. Delute le memato mamu kisi sana sakkana kofan. Hello. Sabu. Ich hab irgendwas mit Mais mal gelesen. Deutscher Meister. I don't know. I can't even read it though. This is the hardest thing I ever see. I don't know. Can you finish? You know your teammate Devin Booker, he's a funny guy, right? That's what I heard, yeah. And this is how he speaks Finnish, or at least... Allah, no Allah. He tries. That sounds like Chinese, though. Basically, what that means, that's another statement, it's not a question. So what that means is you got to be present when you win. Yeah, that's what it meant. I don't think you really understood what he said anyway, right? Yeah, good man. He's a funny guy, though. Yeah? I was just going to ask you, you spend a few weeks with the team now, so who are the strongest characters so far that you think? I think, you know, Book, you know, one of the funniest guys. Then we got a lot of, you know, Balkan guys. They got their own, you know, talks going always. I said, I'm always joking in the locker room. Maybe I learned first the Serbian, then German, but, okay. But you know, they are some characters. Then Alex King, you know. He's but everyone, you know, I think we got the good group of guys and Maki when he was, you know, around, you know, now when he got injured, I'm, you know, missing Maki in the locker room. But, you know, like I said, I think all of the guys are good guys. Mm-hmm. Did you find your role yet a little bit? So, or do you still stay in the background? Well, I'm always when I get there, I say my opinions and, you know, I don't stay back too much. Maybe I should be more quiet sometimes, but you know, I'm just you know who I am. We saw you play on the court. How does it feel to play at Audi Dome for you? Well, it's still you know beginning. You know, sometimes something still feels hard. You know, you can see it's the beginning of the season. We still got a lot of things to improve, but you know, it's nice. You know, new team, new challenge. But it's you know, Audi Dome feels nice. Especially the first game, there was you know good atmosphere, great fans, and I'm looking forward. You know, the season to come and the fans come to the arena and have a you know loud arena. Mm-hmm. Well, we got a little taste of your shooting skills already, and you also you know when you miss, I saw you cursing. Do you curse in Finnish or in English? Yeah, you know, especially if I got you know open shots. But usually, sometimes I don't have too many easy shots, and I hate when I miss the easy shots. And that's maybe sometimes when I curse. But usually in Finnish, you know that nobody understands. And that's a plus. You can teach me more about that. Next up, we have a portrait of Devin Booker. So what do you think are his best qualities as a teammate on the court, but also maybe off the court? I mean, on the court, he's a great player, of course. You know, he's athletic. He, you know, he's mobile for the position five. He can shoot a little bit outside also. And I think it's great for the modern basketball. You know, the big guys are now more mobile and can, you know, shoot from outside. And he's really, really great player, and off the court, like we talked before, he's a good guy, funny, always joking, you know, and easy going, you know, like I said, good guy. Okay. Ja, wir haben diese Woche genutzt und holen unsere Nummer 31 Devin Booker mal wieder vor den Vorhang. Devin Booker, Maschine, Energizer und Leader auf dem Feld. So kennen ihn die Bayern-Fans aus dem Audidom. Und so kennt ihn seine Familie abseits des Basketballcourts.
Die Familie unter anderem ein Grund, dass Bayerns 31 seinen Vertrag im Sommer verlängert hat. It wasn't one specific reason. The family had a lot to do with it. And also playing in the Euroleague. It's gonna be my first time playing in the Euroleague, which I think I should have been there, but my time has finally come, so I'm ready to make the best of it. Heiß und bereit für die Euroleague, das erste Mal also in Devin Bookers Karriere. Der Respekt vor der besten europäischen Liga zwar da, aber aus der Ruhe bringt das einen wie Booker nicht. Tougher competitors, more challenges, a lot of grinding, 24/7 basketball, but it's nothing new to me. Ebenfalls nicht neu für Familie Booker die Umgebung. Schließlich geht Devin in sein drittes Jahr bei den Bayern. The people here are nice. Well, the people that I encounter are nice. Just being around everybody here at the gym, everyone treats me well. I have no problems with anyone here. So just, I guess, just having that comfortable feeling around everybody here is really nice. Ja, da ruht jemand in sich, ist zufrieden mit sich und der Welt und vor allem mit seiner Rolle als Familienvater. What kind of daddy am I? Playful, caring, protector, someone who would do anything for his kids, lay it all out there on the line. Hier und jetzt will Devin Booker weiter seine Spuren beim FC Bayern hinterlassen und die Körbe der Nation zum Wackeln bringen. Beim Blick in die Zukunft hat er zumindest auch schon eine grobe Vorstellung. Oh, I didn't think that far ahead. Definitely probably will be not playing basketball anymore. Maybe back home, kids are in school. Taking trips wherever I want to go during the summertime. No more short summers for me. Just living life the best way I know how. Klingt hervorragend und können wir uns beim Spaßvogel Booker durchaus vorstellen. Spaßvogel? Ja, richtig gehört, denn dafür ist Mr. Booker bei seinen Teamkollegen bekannt. Getreu dem Motto, stille Wasser gründen tief. Vollidiot, ja. He owes me dinner, I took him out last night, so he owes me dinner. Nee, Book ist mein Mann. Ruhiger Spieler, der sehr wichtig fürs Team ist. Weil er auf dem Feld mal so richtig aus sich rausgehen und mit seinen Aktionen uns mitreißen kann. He is an amazing player. It was really tough for me in German League. He was the toughest to play against. Als Gegner denkt man sich immer, komischer Kerl oder ein bisschen bösartig oder irgendwie in der Hinsicht. Aber sobald man hierher gekommen ist, hat man gemerkt, dass es ein sehr lieber Kerl ist und sehr freundlich. Spaßvogel, das wissen, glaube ich, die meisten Leute nicht immer, aber der in der Kabine ist eine Highlight-Show. Lustiger Typ, ich glaube der lustigste Mensch im Team. Also sieht man jetzt vielleicht nicht so auf den ersten Blick, aber wenn man so weiß, was da abgeht, manchmal in der Kabine oder auch, oder auch im Auto. I cannot believe that he's 3 years younger than me. He's so mature, a lot of time serious, and when he's funny, you never know if he's joking or not. Cool guy to be around, always laughing, good family guy. Zum Abschluss eine Kostprobe des Bookschen Humors. Devin auf die Frage, ob er denn schon Vorfreude auf die kürzlich gestartete Saison verspüre. No, not really. I mean, I've been dreading it the whole summer. I really don't like these guys and just ready to get the season over with, honestly. But I'm really looking forward to it too. Also die Euroleague, die steht ja nächste Woche besonders groß für uns an. One of the reasons you came, of course, was your experience in the Euroleague. So for you personally, what do you think is the biggest difference between a regular season game and then a Euroleague game? No, I mean, Euroleague is tough every game, you know, mm-hmm. from the beginning to the end. You need to be ready, you know, because every game counts. You need to start the season good, try to finish good, because if you want to make to the playoffs, there is really no time to rest. You know, every game is really important and every game is tough. There are no bad teams, mm-hmm. and that's make EuroLeague tough. You know, you got a lot of games, a lot of traveling,
But still, the intensity, the level of the play is really, really high, and you really need to play good if you want to win some games. Mm-hmm. Of course, EuroLeague is big on marketing also. So a couple of weeks ago, you had the chance to go back to your former hometown, to Barcelona, and shoot a EuroLeague spot. How was that? I mean, it was fun. You know, the thing itself was pretty quick, but you know, it was nice to see the guys who I played with before, and you know, joke around and spend few days in Barcelona, and that's it. You know, it's part of the job. You do it, and that's it. And you know, it's like I said, it's part of the job. Mm-hmm. Yeah, das Ergebnis, das schauen wir uns jetzt kurz mal gemeinsam an. Alexei Zverev, Nicolò Melli, and Petteri Koponen. Okay, you have seen it before, right? Yeah. Okay. Well, you had one of the easier jobs. Yeah, we were laughing with Nicolò, Melli, that we had pretty easy job. We just sit there and it took like a few minutes and we were done. And you know, like I said, it's part of the job. We went there and did this. And but I think it's pretty funny the you know, the commercial. Yep, we also made a movie. Wir haben ein Mini-Movie gemacht von unserem ersten EuroLeague-Spiel zu Hause im Audidom. Und das Ergebnis, das seht ihr auch jetzt. Wir haben ihnen viel zu viel gegeben. Also, sie haben genau ihr Spiel machen können. Wir waren nicht körperlich genug, vor allem in der Verteidigung. Sie haben die Bälle dort bekommen, wo sie wollten, sind durch die Systeme gelaufen, konnten scoren, wann sie wollten. Und ja, und wenn wir hinten nicht gut aussehen, dann haben wir vorne auch nicht das Vertrauen oder das Selbstbewusstsein. Und so kam das eine zum anderen dann in der zweiten Halbzeit. We talked about your experience at the audience, your first games, and we also had a new intro. Did you notice that we made an extra effort to make you feel welcome with the Finnish dancing group? Yeah, that was nice, and I really appreciate it. Do you know about the dance at all? Not really, no, but you know, it looked funny, and I think, you know, it's overall the intro was great. Because we thought it was something like, you know, the Oktoberfest was just going on and we also have the traditional dirndl and the lederhosen. We thought it was something similar in Finnish. Not really. I can say I don't have experience with it. So, okay. So, but I said actually when we went to the Oktoberfest with the team, I said, why we don't have this tradition in Finland, you know, 3 weeks, two weeks, you know, partying, you know, drinking beer and, you know, singing the songs. It sounds like Finnish too. Did you have a good time at Oktoberfest? How was it for you? First time? Yeah. My first time, and no, it was really, really funny to see how is the thing and why people are going there, and it was nice atmosphere. And already my friends were saying, hey, we need to go, we need to come. I said, okay, next year, we go for sure.
There was a fan at the last game and he wore your jersey. Did you see him at all? Yeah, I saw after the game when we went around with the fans. Yeah, I saw him and I gave him five. And there were some other guys too also dressed with the Oktoberfest, you know, and they said they were going to the Oktoberfest too. So Finnish, typically Finnish culture or Finnish stuff, I guess it's hard to find in Munich. Like, what would you say is typically Finnish? We are maybe like quiet people, more, you know, they always say like it's not easy to talk with the Finnish people, or I can say we warm pretty slowly, you know. Mm-hmm. But, you know, I think the younger generation now are more open-minded. Mm-hmm. And, you know, the culture is changing. And like I said, the new generation, I think it's more open and more international. And mm-hmm. I don't think if there is any Finnish thing. So next week, you will go back to FC Barcelona, Can you tell us a little bit about the atmosphere there? I mean, it's going to be an interesting game for sure. And it's nice to be back, you know, go to see some of the old teammates, you know, but like I said, the main thing is the game. We have to be focused. Next week is one of those typical monster weeks. Tuesday, EuroLeague, Thursday, EuroLeague away, Sunday, league game at home. So you're used to that. You already know how that feels. What about the other guys on the team and what do you have to prepare for as a player? I don't know if I'm used to that. It's hard for everyone. And, you know, especially three games per week is tough with the traveling. And I always say when they ask me, like, how do you approach this? I said, you have to keep going. You know, even if you play bad game, you win game, you know, you just have to keep going. It's long season, a lot of games. And for sure, there are going to be moments when we are tired, you know, we're going to lose some games, but we still have to keep going. And that's the new thing for the EuroLeague, for FC Bayern this year, you know, with more games, more traveling, it's going to be more challenge also for the BBL. But I think we got a good team, we got good players to do it. We got, you know, many players who can step up, and we're going to need all our players, I can say, during the year. And it's going to be one of those weeks where we need all our roster to play good during the three games. Mm-hmm. Well, thank you so much for taking the time. We are very happy to have you here in Munich. And hopefully you will get a chance, despite all the games, to explore more your new neighborhood, okay? Thank you. And we need to say to the coach to have a couple more days off so I have time to go to the English Garden a little bit more. We will let him know. Thank you, Petteri. Das war's von unserer Seite. Wir haben jetzt natürlich noch eine Riesenportion Sport diese Woche mit unserem Experten Anton Gavel. Das freut uns ganz besonders. Viel Spaß mit dem Sport und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also, liebe Bayern-Fans, ich habe es euch letzte Woche versprochen, dass ein neuer Meisterkapitän heute bei uns im Studio sein wird. Es ist sogar ein Double-Kapitän. Anton, schön, dass du da bist. Okay. Servus. Die erste Frage, gleich mal eine Frage, die du wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören kannst. Wie geht's dir denn so als Rentner? Gut, mir geht's gut. Also ich muss sagen, ich habe mir das schlimmer vorgestellt, ohne Basketball, ohne diesen Ganztagsjob. Aber ist okay. Ich meine, es ist gut. Du bist ja auch relativ häufig noch hier um die Wege, auch bei den Spielen immer da. Ja, natürlich. Also die Spiele lasse ich mir nicht entgehen. Das gerade auch mit EuroLeague möchte mir das natürlich alles auch anschauen. Bei den Spielen bin ich auch dabei. Also ich komme so oft, wie es geht. Apropos, am Donnerstag beim ersten EuroLeague-Heimspiel gegen Anadolu Efes warst du Experte für die Telekom. Sag uns mal aus deiner Sicht, was an dem Abend so passiert ist hier. Ja, natürlich hat mich Efes unglaublich überrascht, wie gut sie zusammengespielt haben. Das habe ich auch mehrmals betont und wie auch die Trefferquote war einfach unglaublich. Deswegen war es wirklich an diesem Abend leider nichts zu holen. Nach dem ersten Viertel sah das noch einigermaßen gut aus, aber dann hat wirklich Efes einen Gang umgelegt und haben echt super zusammengespielt. Du hast gesagt, erstes Viertel sah richtig gut aus, wir waren voll drin im Spiel und dann hat man so gemerkt, irgendwie gefühlsmäßig die Beine wurden schwerer oder so. Was passiert da? Also ich glaube nicht, Beine wurden schwerer. Also im dritten Viertel zum Beispiel, das ist immer so das Viertel, was auch letzten Jahre bei uns nie wirklich gut lief. So war das diesmal auch und gerade bei Pick-and-Roll-Defense haben die wirklich FS das ausgenutzt und ihre Spots gefunden und auch die freien Männer. Und
auf der anderen Seite sind auch teilweise freie Würfe, offene Dreier nicht reingefallen. Und natürlich, wenn man dann diese Würfe nicht trifft und hinten kassiert, dann irgendwann ist es auch mit der Moral ein bisschen schwieriger. Und dann plötzlich liegt man hinten mit 15 Punkten und dann ist es gegen so eine Mannschaft natürlich schwer. Wie schwer ist es, dass du dann nicht irgendwie von oben runterrennst und mithilfst? Naja, ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe gewesen wäre, aber... Es ist immer einfacher von außen zu schauen und dann danach oder währenddessen auch sagen, was man hätte besser machen können. Also so ein Schlaumeier will ich jetzt nicht sein. Ich sage einfach nur, FS hat echt überragend zusammengespielt und auch die Trefferquoten waren so gut, dass das dann wirklich nicht zu holen war. Am Donnerstag war übrigens auch Steffen Hamann in der Halle und beim Stichwort Steffen Hamann gab es für uns natürlich noch was einzulösen. Seht her. Ich erhöhe auf 10 Euro. So kennen wir ihn, so kennen wir ihn. Verlässlich in die Jugendabteilung. Absolut. Wir haben am Montag Anton bei uns im Studio. Der macht dann mit dem Hammer ein kleines Loch in den Gartenzwerg und da kommt das dann rein. Finde ich gut. Du kannst es. Du musst ihn jetzt auch so gut manipulieren, absolut, dass er gute Phrasen raushaut, gell? Absolut, ich weiß Bescheid. Ja, du bist Profi. Hier sind die 10 Euro von Steffen Hamann. Wir werden es natürlich gleich hier in die Kasse geben. Der Plan mit dem Gartenzwerg, wir wollten eigentlich, dass du mit dem Hammer uns ein Loch reinschlägst, weil eigentlich ist es ein Gartenzwerg und keine Sparbüchse. Das machen wir nicht. Der ist so schön, so. Wir nehmen einfach unseren Kaugummiautomaten, weil der ist eh leer und tun hier jetzt mal die ersten 10 Euro rein. Du weißt, sobald du eine Phrase trischst, 5 Euro für die Jugend. Ja? Gut. So, ich stelle das mal hier her. Wir haben... Zurückgeblickt blicken wir nach vorne. Gestern gab es das BBL-Spiel in Braunschweig, recht souverän, vor allem zweite Halbzeit gewonnen. Jetzt kommt eine Woche, morgen Panathinaikos zu Hause, dann in Barcelona, dann zu Hause gegen Bonn. Wie steht man so eine Woche überhaupt durch oder wie geht man sie jetzt erstmal an? Da muss Spiel für Spiel gehen. Ich meine, angefangen mit Panathinaikos Heimspiele gerade jetzt, wo in der ersten Runde der Euroleague 10 Heimspiele da sind, mussten die Heimspiele oder die Siege her. Ich glaube, Panathinaikos ist für mich natürlich noch höher einzustehen, einzustufen als Efes. Die spielen aber oder die bringen nicht immer ihr bestes Spiel aufs Tag. Also deswegen würde ich sagen, dass die Möglichkeit wieder da ist, das Spiel zu gewinnen und dann am Donnerstag dann in Barcelona. Es ist nicht einfach, auch gegen einen alten Coach zu spielen, in Barcelona zu spielen. Es sind zwei schwere Heimspiele, aber in Euroleague wirst du wirklich kein einfaches Spiel haben. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt am Dienstag zu gewinnen und in Barcelona kann man trotzdem auch noch was holen. Wie schätzt du, du schätzt Athen noch ein bisschen besser ein. Was bringen sie mit? Also es ist, glaube ich, ein mordsathletisches Team wieder. Ja, also sie sind... unglaublich tief. Ich bin gespannt auf Keith Langford, wieder zurück in Europa. Das ist ein typischer Scorer, der schon mal Scoring-Titel gewonnen hat in Euroleague. Also auf den bin ich mal gespannt. Kalate spielt natürlich unglaubliche Saison. Da bin ich jetzt auch gerade gespannt, wie er gegen Jovic oder Jovic gegen ihn spielen. Wie eng bist du noch mit dem Team? Ja, also ich gerade jetzt auch... Ich rede noch mit den Jungs, ob das Nilo, Jedo oder auch mit vielen, mit Hobbs, also mit Alex King. Das ist jetzt, also es ist immer noch so, dass ich versuche, da auch Kontakt zu bleiben oder auch umgekehrt. Aber natürlich muss ich mich auch ein bisschen distanzieren. Zum Abschluss noch die Frage, was bei dir ansteht. Also für alle Zuschauer, Sport ist immer noch großes Thema. Gestern München-Marathon. Halbmarathon, ja. Mitgelaufen, wie war's? War anstrengend, also ich habe mir das einfacher vorgestellt, also, aber war eine gute Erfahrung. Ich bin noch nie einen Halbmarathon gelaufen und es hat Spaß gemacht. Also die ersten 12 Kilometer, dann war es ein bisschen schwieriger, aber sowas ansteht, ja, nee, ich meine, Geburt meiner Tochter steht an, also das ist natürlich eine große Sache und das ist momentan das Wichtigste. Da wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg, dass alles gut läuft, dass es euch gut geht und freuen uns, dass du regelmäßig bei uns bei den Heimspielen in der Halle sein wirst. Danke für deinen Besuch. Und damit schließen wir die 4. Ausgabe des Bayern Magazins und haben noch eine kleine Sache aufzulösen. Bis nächste Woche, macht's gut, servus. Also ihr könnt euch erinnern, ich habe höchstpersönlich Tickets für das heutige Euroleague-Spiel versprochen. Für denjenigen, der mir auf der Karte oder der mir per Kommentar unter YouTube oder auf Facebook sagt, welche Teams nicht auf der Karte waren. Und ihr zwei habt es geschafft, deshalb von mir 2 Tickets. Wie heißt du? Remy. Und welche Teams waren es, die da gefehlt haben? Kannst du es nochmal sagen? Tel Aviv und Gran Canaria. Super, Dankeschön und viel Spaß beim Spiel. Ja.
knicke-knacke Defense und sehr, sehr spektakuläre Offense.